Guten Morgen und willkommen in einem neuen Vlog auf meinem Kanal und auf meinem neuen Video halt. Meine Freundin hat jetzt gerade Frühstück für uns gemacht. Präsentiert sich das Ganze, ist echt sehr, sehr, sehr lecker und ich will anfangen zu essen. Also, ja, ich esse jetzt. Okay, Leute, ich gehe jetzt erstmal duschen. Ja, wie sieht das aus? Ja, brauchen wir denn? Noch drei? Ja, hab ich. Also wie viel brauchen wir jetzt? Schatz? 714, das heißt wir machen 700. 500. Ja. Und dann nochmal 200. Brauchen mehr Mehl. Und was machen wir denn jetzt, Schatz? Pfannkuchen. Magst du Pfannkuchen? Ja, ich liebe Pfannkuchen. Ja? Unsere Fahne und gleich geht's los. Und Schatz, magst du immer noch Paco? Also jetzt haben wir alle Zutaten drin, rühren hier den Teig und dann fangen wir an. Okay, ich mache jetzt für meine Freundin... oh Gott, Gott, ist gefallen. Ein Getränk aus Minze. Kommt Minze, Zitrone rein. Ich bin gleich da, Sekunde. Hier habe ich die Zitrone. Schneide ich in Mitte durch. Hier so. Dann mache ich halt so eins. Reihe rein. Ja. So sieht das Ganze aus. Dann kommt noch Wasser rein und dann ist fertig. Was hast du? Hähnchenbraten. Bisschen Braten. Wofür? Für unsere Pfannkuchen. In Polen essen wir immer so traditionell, also Pfannkuchen mit Hähnchen, oft, sehr oft. Oder Hackfleisch. Hackfleisch und Bolognese dazu. Ja. Kenn ich nicht. Ja, ich dachte so. Meine Haare bestimmt. Gar nicht. Da ist jetzt Hähnchen drin, ne? Mhm. Hähnchen. Schmeckt. Sehr lecker. Ich habe auch mit Hähnchen und mit Nutella. Let's go! Also, weil wir es gestern nicht gezeigt haben, als ich gekommen bin, hat Sarah hier auf seinem Bett diese wunderschönen Orchideenblümchen dahingestellt und noch so kleine süße Herzchenblätter und ja, das war, fand ich sehr süß. Wir sind jetzt am Platz. Wir werden gleich trainieren und hier ist meine Freundin. So sieht unser neuer Kunstrasen aus. Hier ist meine Freundin. Ja, so sieht eigentlich unser neuer Kunstrasen aus. Ganz schön. Wir laufen jetzt nach Hause. Und wie viel spät haben wir schon? 20 vor 9. Wir laufen jetzt nach Hause. 25 Minuten müssen wir noch ungefähr laufen. Also drückt die Daumen für euch. Jo.